höre etwas laufen. Und da ist er. Kriepermann, 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 la 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 la. Der Kriepermann, der jagt mir hinterher. Das finde ich toll. Nein, eigentlich nicht. Kriepermann? So. Wäre das auch erledigt? Jetzt kann ich auch wieder in Ruhe rumrennen. Ich überlege gerade, ob ich den Mist da nicht mal ausleuchte. Das ist verdammt nah an meinem Haus. Und ich finde das verdammt gefährlich. Hallo? Hier ist jetzt nicht zufällig irgendjemand zu Hause. So, der fremde Besucher nicht mag. Also, eine Spinne ist da. Also, die habe ich zumindest gehört kurz. Ja. Ich hoffe einfach mal, dass hier jetzt nichts mehr spawnt. Man muss ja auch mal optimistisch sein. So, was wollte ich gucken? Eigentlich wollte ich ja ein Haus bauen, ne? Aber... ein Schwein. Schweinekotelett! Gibt's Kohle? Ich glaube, die möchte ich dann gleich haben. Aber erst gibt's Schweinekotelett! Ein Steak! So. Was habe ich denn davon da hinten gesehen? Wahrscheinlich hier das. Ich habe was Weißes gesehen, das wird wohl das gewesen sein. Höchstwahrscheinlich. So. Auch noch mehr Schweine. Das ist sehr positiv und ich bin hier gerade. Uch. Ja, das reicht. Ich bin hier gerade ein bisschen am Sterben. Oder war's? So, ich bin da mal ganz nebenbei so dabei, ein paar Steaks einzusammeln. Ja, der droppt mir oder nichts, war mir das so klar. Stirb, Schwein! Stirb, Schwein! So, dafür droppt der zwei. Der auch. Der nix. Droppe was, droppe was! Ach du Arsch, ey, renn mir nicht... Renn doch nicht weg! Ich will doch gar nichts Böses, ich will dich nur töten. Meine Güte. Anstrengend, die Leute heutzutage. Will man sie einfach nur töten und dann... Naja. Muss auch unfreundliche Menschen geben. Ne? Schweini. Babe. Ein Schweinchen namens Babe. Könnt ihr auch so toll singen? Also so la-la-la mäßig? Ach, ich denke nicht, ne? So, wie viel Steaks haben wir denn jetzt? 10 Stück. Dich boxe ich noch um und dich boxe ich noch um und dann müssen wir langsam mal wieder zurück zum Haus. Weil ich ja... Aber wartet mal, wir rennen hier gerade die ganze Zeit zwischen Bäumen rum. Und wir brauchen doch Holz, Mensch. Da können wir auch hier gleich die Bäume schlachten. Gut, da sind noch Blätter. Haben einen Erfahrungspunkt bekommen. Ich möchte... Moment, das ging glaube ich so, ne? Ja, ich möchte ein paar Lianen haben. Warum? Weil ich es kann. So. So. Haben wir ein paar Lianen gesammelt nebenbei und die Axt weggelegt. So. Ich habe leider Gottes auch überhaupt gar keine Themen, die ich so ansprechen könnte. Glaube ich. Ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt. Ich habe einfach jetzt einfach so angefangen zu Let's Play, nicht böse. Bitte! So,
Es fallen mir nur so ein paar Themen ein. Also ich kann jetzt nicht die sagen, die mir zu spontan einfallen. Ihr kennt das ja, ne? Ein paar Themen ansprechen, ein bisschen quatschen hier bei Minecraft. Ich möchte auch sein, hier ist eine Höhle. Ich möchte da nicht rein. Nein, nein, da möchte ich nicht rein. Und da sind Erfahrungspunkte, die möchte ich noch haben. Wie viel Holz haben wir? 38. Ja, ein Thema, was mir da so jetzt spontanerweise einfallen würde, wäre, einige Leute behaupten ja, dass Let's Play überhaupt gar keine Arbeit macht. Macht gar keine Arbeit. Nein. Das ist, also ich muss hier nur ein bisschen spielen und dann kann ich das alles gleich auf YouTube hochladen. Ne? Also die Musik, die ihr gerade hört, also die ihr gerade hört, die ich nicht gerade höre, die ist schon komplett drinne. Ich muss nur den Rohdateien sagen, ja, würdest du da mal bitte die und die Musik reinmachen und würdest du auch bitte nur mal 15 Minuten lang sein? Das funktioniert alles. Fraps macht's möglich. Also ihr merkt meine Ironie. Ich hoffe also nicht, dass mir jetzt das einer glaubt. Ich weiß ja nicht, die Leute, die jetzt überhaupt gar keine Let's Plays machen, auch da kein Plan davon haben, wie so ein Let's Play eigentlich entsteht. Nicht, dass die mir jetzt das glauben, ne? Also, nee, also ich glaube, dass, also solche Äußerungen kommen entweder von Leuten, die keine Let's Plays machen und somit auch keinen Plan von der Thematik haben, wie so ein Let's Play eigentlich entsteht und was das eigentlich für eine Arbeit macht. Ich meine, gut, ich sehe ein, dass ein Let's Play jetzt nicht so eine Arbeit macht wie, diese Comedy-Videos, wie zum Beispiel auf Alblali. Das ist alles okay. Also ich sehe ein, dass die nicht allzu viel Arbeit machen wie das. Aber, wir müssten mal zum Haus zurück im Übrigen. Jetzt nur mal so ganz nebenbei, gesagt. Wo war unser Haus? Ich glaube, wir müssten hier durch. Da ist ein Zombie, der uns natürlich sofort entdeckt hat. Oh! Ist aber schön, dass er noch von der Sonne, die jetzt eigentlich nicht mehr da ist, getroffen wird. Ja, also, das sind entweder Leute, die keine Let's Plays machen, somit keinen Plan von der ganzen Sache haben, oder eben halt Leute, die zwar Let's Plays machen, aber in einem Monat ein Video hochladen, das auch nur... Ui, schöner Sonnenuntergang. Das auch nur 15 Minuten machen, also nur eine 15 Minuten Aufnahme machen, nach 15 Minuten sagen Tschüss, dann schmeißen sie es in irgendein Programm rein. Bei mir wäre es jetzt Camtasia, wo ich es reinschmeißen würde, schmeißen das da rein, legen vielleicht noch ihre Stimme drunter und fangen an mit Rendern. Da vorne ist es hell, da möchte ich hin, aber mich beunruhigt gerade, dass ich hier nichts sehe, zum Beispiel diesen Abgrund da nicht sehe. Sehe gerade mal so rein gar nichts. Deshalb mache ich immer ein paar Fackeln hin. Ja, und ich meine, wenn man so Let's Plays macht wie ich, also immer stundenweise aufnimmt, also ich nehme ja meistens immer so eine Stunde ungefähr auf. Je nachdem, wie mir die Lust steht, nehme ich ja auf. Also zwei Parts werden es bestimmt immer, so eine halbe Stunde. Muss man sich auch mal vor Augen führen. Ich nehme ja meine Stimme, nehme ich ja parallel auf. Mit Audacity, und da muss man sich immer vor Augen führen, während ich hier ängstlich durch die dunkle Nacht gehe, muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass ich das auch noch alles schneiden muss. Das sind ja nicht sofort, die Rohdateien sind ja nicht alle sofort 15 Minuten lang. Boah, Skelett, Alter! Also das hat mich jetzt verjagt, das Skelett. Ey, ja klar, steht da ein Skelett vor unserer Tür. Dankeschön. Das Skelett, ey. Und, ja, aua! Alter, wo bist du? Mister Skeletor! Fuck, einfach nur. Dankeschön. So. Ja, ist ja gut, Höhle. Und, dass man diese Rohdateien auch noch schneiden muss, auf 15 Minuten dann auch noch, das Rendern, das dauert ja auch, je nachdem, wie hoch die Qualität des Videos ist.
Und wie die Grafik des Spiels war, also Minecraft dauert nicht lange zu rendern. Das sage ich euch so, wie es ist. Aber Minecraft hat bei mir zumindest einen anderen Aspekt, wo man sagen kann, das macht richtig viel Arbeit, wenn hier der Pfeil steckt, den ich leider nicht einsammeln kann. Der Pfeil, der am Glas steckt. Ich lege ja noch die Musik, die ihr gerade hört, wird ja bei mir erst im Nachhinein, schneide ich die jetzt rein. Und da muss man sich auch vor Augen führen, dass ich das auch erst alles reinschneiden muss. Die ganze Musik reinmachen muss, den Ton anpassen muss, also beziehungsweise die Lautstärke, Ton eher nicht, die Lautstärke anpassen muss, weil die Lieder sind in der Regel alle zu laut. Da würdet ihr mich gar nicht mehr quatschen hören. Gut, das wäre für einige, wäre das jetzt ein Segen, mich nicht quatschen zu hören, aber so ist das nun mal beim Let's Play. Da muss ich euch leider Gottes enttäuschen. Kohle weg. Rohholz her. Und jetzt habe ich einen Faden verloren. Super. Ach ja, und dann würdet ihr mich gar nicht mehr quatschen hören. Faden wiedergefunden. Da würdet ihr mich gar nicht mehr quatschen hören. Und die Musik muss auch alles angepasst werden. Und dann schreibe ich ja auch noch immer wieder dahin, welches Lied gerade läuft. Und ja, das macht Camtasia. Macht das nicht von alleine, ne? Also das muss ich schon machen. Und nur um die Musik. Also nur für die Musik, dass ich die drunter lege, dass ich die ganzen Titel mache, wie welches Lied heißt. Und dass ich die Lautstärke anpasse, da vergeht dann schon mal eine Stunde. Also wenn ich eine Minecraft-Aufnahme von einer Stunde habe, dann brauche ich ungefähr eine Stunde dafür, um das mit der Musik zu machen, dass die auch den richtigen Ton hat und dass auch alles da ist von der Beschreibung her. Und ja, also Let's Play macht doch Arbeit. Also es ist totaler Schwachsinn. Das mache ich mal anders. Wie mache ich denn das? Das ist ja doof jetzt, ne? Mache ich da Holz jetzt hin, oder? Nee, ich mache es anders. Ich mache es total anders. Moment. So. Während dürfen meine FPS sich mal soeben verabschieden. Aha, jetzt kommen sie wieder. Hallo FPS. Hallo FPS. FPS. Dankeschön. So und. Ja. Kann man so lassen. Jetzt will ich das aber noch so haben. Ja, und wie gesagt, das mit der Musik da dort dauert ja eine Stunde, so ungefähr. Und dann kommt ja noch das Rendern dazu. Gut, Minecraft braucht jetzt nicht so lange, aber andere Spiele, die grafisch etwas anspruchsvoller sind, die brauchen dann doch schon ein bisschen länger zum Rendern. So gefällt mir das eigentlich ganz gut. Und ja, also ich sag mal so, man kann Let's Plays überhaupt nicht aufwendig machen. Also man nimmt einfach hoch, zack. Man nimmt einfach seine Dateien, rendert die und gut ist, Schluss ist. Also man kann es total unaufwendig, nenne ich es jetzt mal, machen. Ist das überhaupt das richtige Wort? Unaufwendig? Ich weiß es gerade nicht. Ja, ist ja gut, Zombie. Ich hab dich auch gerne, aber du kannst mein Gehirn nicht fressen. Das konntest du auch nicht bei Pflanzen gegen Zombies, nur um jetzt mal so ein bisschen Schleichwerbung zu machen für ein anderes Projekt von mir. Das konntest du nicht bei Pflanzen gegen Zombies und das wirst du auch jetzt nicht können. So. Einmal bitte Holz. Ja. Ja, was soll ich dazu noch sagen?
zum Thema Let's Plays würden ja überhaupt gar keine Arbeit machen.